Halli, hallo, Hallöchen, wir sind wieder da. Wir wollten in die große böse Höhle hier gehen, um das schwarze Buch zu finden. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Looky, looky machen. Wir haben hier einen Schnellreisepunkt. Wir waren nämlich schon wieder randvoll geladen. Ich werde jetzt hier definitiv einmal noch kurz was wegbringen. Ganz schnell, keine Sorge, ich beeile mich. Ist wirklich nur gerade hin und zurück. Hin und zurück, die Geschichte eines Beutlins mit Bilbo Helmchen. ja. So, ihr Lieben, möglicherweise habe ich hier einen großen Cut gemacht und habe die Ladebildschirme alle weggeschnitten, weil man ja dreimal schnell reisen muss, nur um zum Häuschen hier zurückzukommen. So. So, so. Lederstiefel. Weg, 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 weg. Alles klar. %30. Ja, nee, das können wir auch irgendwann verkaufen. Ausdauer und so weiter. Das ganze normale Zeug. Essen. Das ist fertig, das ist nicht fertig. Ach, das soll hier ja gar nicht rein. Ist egal. Ist egal, wir haben jetzt eh nicht viel mitgehabt. Die Zutaten packe ich gleich noch weg. Bücher. Okay, Bücher sind alles nur noch die, die wir eh behalten müssen. Erz, Drachenknochen, die sind auch wieder schwer. Schuppen, Erz, so, so. Herzsteine, das Dwemermetall, Mondstein. Okay. Wir sind auf 148 nur runter. Wieso? Hm. Ich weiß nicht warum, aber wir sind immer noch schwerer als beim letzten Mal. Da waren es, glaube ich, 131. Muss ich mal Looky Looky machen. Alter. Dieses präzise Anklicken. So. Die packen wir jetzt auch noch alle weg. Soweit, so gut. So, wo sind wir jetzt vom Gewicht her? 138. Ich habe irgendein paar Kleinigkeiten wohl noch mit. Keine Ahnung. Ich wünschte, den Knappsack, den gäbe es noch irgendwie in größer. Das Increase bei 25 Points, dass man das irgendwie bei 250 Points oder so irgendwo einsiedelt. Das wäre eine richtig tolle Sache. So. Und wahrscheinlich werde ich jetzt ab dem aus der Tür raus auch direkt nochmal einen kleinen Cut machen. Beim nächsten Ladebildschirm. Dass wir dann direkt wieder in Solstheim sind. Damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. So, ihr Lieben, wir sind wieder hier. Ich eile auch wieder zu unserem speziellen Punkt, wo wir rein müssen, in die Tür. So, hier lang, Ausdauer schon wieder weg. Weiter, 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 weiter. So, und jetzt, wie gesagt, eine Vorabwarnung. Die Dwemer haben, wie gesagt, sehr viele Metallteile. Die kann man alle einschmelzen. Und das ist so ein kleiner Kniff von mir. Ich nehme sämtliches Metall mit, schmelze das ein, dann habe ich hunderte Dwemer-Metallbarren und skill damit die Schmiedekunst richtig hoch. Das ist ein cooler kleiner Kniff, wie man das Schmieden schnell hochkriegt. Das Problem an der Sache ist natürlich, das Metall ist sehr schwer. Also es könnte durchaus sein, dass wir hier gleich wieder ein bisschen rumkriechen. Ihr könnt das Buch direkt hier sehen. Es bringt nichts, glaubt mir. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinen Händen. Okay.
Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen, das ist leichter gesagt als getan. Zu den Kesseln geht es hier lang. Ah, okay. Wir müssen also die Maschinen der Dwemer wieder in Gang setzen. Ach so, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Fahrstuhl. Ja, das ist ein Fahrstuhl, da geht's nach unten. Bei meinem letzten Besuch konnte ich nur einen kleinen Teil der Ruinen erkunden. Damals war ich allein und ein Assistent für diese schmutzige und gefährliche Arbeit ist einfach unerlässlich. Ja. Ja, aber so wie es aussieht, ist das wirklich ein großer Bereich der Dwemer. Enchardak, die Stadt der 100 Türme. Früher gab es dort das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerischer Ingenieurkunst. Und entschuldigt, dass ich ihn gerade unterbreche, aber ich brauche mal eine Fackel. So, es scheint wirklich ein großer Bereich der Dwemer zu sein. Da kann es durchaus sein, dass wir, wie gesagt, ein bisschen zu viel tragen werden, weil ich unbedingt das Metall mitnehmen will für unsere Schmiedekunst. Werde dann aber das Ganze wieder entweder schnell vorlaufen lassen oder abkürzen oder so, solange keine Gegner kommen und irgendwas, damit ihr nichts Spannendes verpasst. Aber das wollte ich nur gesagt haben. Also ich will auf jeden Fall das Metall mitnehmen, weil wir damit unsere Schmiedekunst verbessern können. Und seht ihr euch an. So, und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch gucken. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Okay, nach Jahrtausenden, die Mechanik funktioniert noch. Die Pumpen arbeiten nur, wenn sich ein Würfel im Sockel befindet. Und leider habe ich nur einen Würfel. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bring diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Okay, wir müssen also mehr Würfel holen. Ja, das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln in diesem Teil der Stadt. Okay. Die meisten Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Flüten zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges versank. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Okay. Drei dieser Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche an. Diese Tür sollte sich mit dem Kontrollwürfel öffnen lassen, den ich euch gab. Ja. Einmal öffnen, bitte. So. Und jetzt geht's auf die Suche nach weiteren Würfeln. Ah, wir haben hier... Alles klar. Genau. So, und ja, hier sieht das schon. Dwemer Kreisel, Dwemer Metallplatten, Dwemer Balken, Dwemer Metall... Ja, Geld und so nehmen wir natürlich auch mit. Aber ihr seht schon, das hat uns jetzt schon auf 187 Gewicht gebracht.
Das wird so eine nervige Geschichte sein, denn ich will alles Metall mitnehmen. Dann kriegen wir unsere Schmiedekunst auf Max. Dann können wir uns endlich richtig, richtig gute Bögen und so machen und auch Schwerter, damit wir endlich eine Chance gegen diese übelst übertrieben schweren Gegner haben. Ich hoffe, die übrigen Würfel lassen sich auch so leicht finden. So wie ich die Dwemer kenne, glaube ich das aber kaum. Was war das? Bei den Feuern des... Wow! Des Hauses Telvani herausfordern sollen. Okay. Alter, geh doch da jetzt nicht durch. Ich hab doch die Falle extra wieder aktiviert, damit die Spinnen sterben. Oh Mann. Okay, Seelensteine und wieder verbogenes Stück Dwemer-Metall. Das kann man auch wieder einschmelzen. Von daher, wir werden das alles mitnehmen müssen und es wiegt ohne Ende. Das tut mir jetzt schon leid, das wird wieder eine etwas zähe Geschichte hier. Ja, eigentlich hätte ich gerne den Bogen, aber hier ist es auch stockfinster. Das ist jetzt ein kleiner Zwiespalt. Da müssen wir mal schauen, wie es am besten geht. So, hier ist nichts. Dies müssen die großen Werkstätten von Enchantak sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend. In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Ein großer Teil der Dwemer-Armee, die in der Schlacht am Roten Berg gekämpft hat, muss von hier stammen. Ja, und dann? Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir wohl den Wasserpegel senken. Ja, im Zweifel. Da einen hin und da einen hin. Jetzt sehen wir ja, ob wir eine Idee zu diesem nächsten Loch haben. So, und jetzt kann ich die wieder mitnehmen, oder? Oh nein, kann ich nicht. Die muss ich auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg entfernen, okay. Ich hab's kapiert, das geht erst auf dem Rückweg. Ihr Jungs greift mich jetzt aber nicht an, oder? Okay, da ist noch eine Tür, hier geht's weiter runter. Ja, das wird eine ganz lustige Geschichte. Nein. Nicht in die Falle tappen. Da sind auch noch ein paar Sachen. Liegt hier oben noch was? Vorsichtig. Oh, shit. Oh, shit. Moment. Oh, verdammter Mist. Der Kollege macht aber gut Schaden. Also mein Reisebegleiter. Oh, hallo. Pfeile. Ah, ein Dynamo-Kern. Die sind sehr gut. Ich weiß nicht mehr, was sie machen, aber die waren sehr wichtig, sehr gut für irgendwas. Ich glaube, da konnte man irgendwelche alten Sachen mit in Gang bringen wieder. Ja, da ist noch so ein Dynamo-Kern, Metall und gleich sind wir schon wieder überladen. Ich sehe das schon. Hä? Nein, ich... nee, hinsetzen wollte ich mich nicht, entschuldigt. Alter, nein, nicht. Och! Meine Güte, jetzt setzt er sich erst wieder stundenlang hin. Nein, ich möchte nicht an den Tisch. Ich möchte...
Da ist doch... Ah, jetzt nimm die Fackel wieder in der Hand, Mann. Hier liegt doch Metall. Ja, scheinbar nicht so, dass man es nehmen kann. Ist egal. Ist egal. Okay, hier stand wohl auch einer. So, so. Was haben wir hier? Oh, hallo. Oh, oh, okay. Also die ist sowieso auf jeden Fall, steht hier auf dem Plan zum Mitnehmen. Ja, da liegen die beiden Würfel. Das ist mir schon klar. So, was haben wir hier? Hier bräuchten wir noch einen. Ich habe aber keinen Würfel mehr. Hier ist noch ein Centurio. Oh Mann, das wird schon richtig... Das hat schon richtig Gewicht wieder. Ich sehe das schon. Wir haben gleich erst angefangen mit der Quest hier. Und sind dann schon überladen. Das wird eine zähe Nummer. Verdammter Mist, verdammter. Ich sehe das schon, das wird eine zähe Nummer. Die Jungs stehen hier auch so bereit, als würden sie gleich abhauen wollen. Hier ist auch noch... Oh Mann. Okay, das wird ein lustiges Labyrinth. Mit viel hin und her. Truhe Novize, die nehmen wir mit. Ah, hier. So. Zack, zack, zack. Und schon wieder was Tolles vermagischtesten Dings. Ja. Dann würde ich sagen, geht's da erstmal weiter, gelle? Oder? Nee, da war keine Tür. Ja. Ja gut, dann bleib du mal hier. Ich mache mich auf die Suche nach den anderen Würfeln. Na, klasse. Und ich... Es ist soweit. Ich trage zu viel. Yay. Einzigen Vorteil, den wir haben... Wir sind hier eh am Erkunden. Und da wir eh am Erkunden sind, müssen wir sowieso nicht zwingend rennen. Aber das ist, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist hier alles abgestürzt. Da komme ich gar nicht hoch. Und jetzt? Oder muss ich einen der Würfel entfernen? Damit das Wasser so hoch steigt, dass ich schwimmen kann? Das sind keine Türen. Von da kam ich. Da könnte ich vielleicht noch hin. Okay, das ist jetzt echt Kappes. Aber so richtig. Wartet mal. Ich lege mal hier ein bisschen was in eine große Truhe. Hier in die große Halle müssen wir ja sowieso wieder zurückkommen. Und hier war doch eine Truhe. Die müssen wir uns unbedingt merken dann. Hier irgendwo war doch eine Truhe. Moment, 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 Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine Truhe war. Habe ich mich doch verhaspelt? Oh nein, jetzt seid ihr bestimmt alle voll sauer, weil ihr genau wisst, wo die Truhe war und ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen, es tut mir leid. Wir hatten eben eine Truhe geknackt. Und ja, ich weiß, das war da hinten, aber ich wollte hier im Zentralraum, da hat man auch irgendwo was geknackt.
Da nicht. Ich wollte das nämlich, wenn, hier im Zentralraum lassen. Am besten sogar dicht an den Würfeln, damit wir das dann für einen Weg raus wiederfinden können. Dong. Ja, gut. Wollen wir es mal nicht auf die Spitze treiben, dass wir hier doch noch angegriffen werden. Das wäre voll schön, hier irgendwo jetzt eine Truhe zu haben. Ah, hier war sie. Hier war die Truhe. So. Die werde ich jetzt vollpacken. In der Hoffnung, dass das alles schön da bleibt. Achso, ja, das wiegt kaum was, das nicht. Sonstiges, das sind die schweren Sachen. So, das und das und das und das. Den Hebel, den Kreisel. Die große Platte, kleine Platte. Das massive Metall. Das verbogene und das. So. Oh, oh, hoppala. Ja, also die müssen wir uns unbedingt merken. Irgendwie, ich weiß ganz ehrlich noch nicht wie, aber irgendwie müssen wir uns das merken, dass das da ist. Oh, wartet! Ich habe ja was versäumt hier, so wie es aussieht. Hier ist ja der eine Würfel, den ich da unten brauche. Oh. Na toll, das war's nicht. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Ich habe eine Idee, muss ich kurz einmal wieder im Kreis rennen hier. Hier wieder hoch, hier wieder lang. Wieder über die Brücke. Und dann dahin springen. Von hier aus müsste das ja gehen. Hoppala! Jawohl! So, hier ist noch ein Centurio. Oh, Vulkanglaspfeile! Oh, schön! Die sind auch sehr gut, sehr stark. Finde ich schon mal super. Der ist hier aus seiner Halterung gefallen. Oh. Nein. Verdammt. Verdammt, das ist nicht wahr. Fackel. Wie kriege ich den denn da raus? Verdammte Tat. Ach, ich hasse diesen Rätselspaß. So, wartet mal, wenn ich den wegnehme, steigt das Wasser wieder, ne? Ja. Dann lasse ich den mal hier drauf. Aua, was? Hä? Alter, was soll das denn? Kaum bewegt man hier was, da gehen die alle ab. Shit. Moment, also erstmal brauche ich auch meinen... Schild. Oh, was? Ist nicht wahr. Nein. Oh, Mann. Sind die übel. Diese mechanischen Dinger. Ja, toll. Okay, wir fangen direkt von vorne an. Da unsere Folge hier sowieso zu Ende ist, machen wir das jetzt ganz einfach. Ich sag euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal nicht hier, sondern genau da, wo die... wo wir gestorben sind. Ich mach den Rest dann, bevor ich die Aufnahme starte, mache ich das wieder neu und dann, kriegen wir das wieder hin. Von daher, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.